Moin Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von damals. Heute mal mit einem total bekloppten Spiel, das damals überhaupt nicht in das Schema von N64 gepasst hat. Und zwar Conker's Bad Fur Day. Conker's mieser Pelztag. Und es geht darum, Conker ist saufen. Und ja, keine Ahnung, bekotzt sich draußen vor der Bar, als er nach Hause gehen will. Und gerät in irgendeine Scheiße rein. Und ich glaube sogar, seine Frau wird entführt von irgendeinem Alien. Ja, und jetzt liegt es an Conker, seine Frau wiederzufinden oder nicht. Und man muss da durch die unterschiedlichsten Welten durch, die total behindert sind. Das ist so eigentlich überhaupt kein Spiel für Kinder. Das ist eher für ältere Leute. Weil da viel. Wie sagt man, da wird viel geflucht und es geht um viel Scheiße, um Bier, um Tod und Splatter, Gore und so ein Scheiß. Und ich zeige euch mal so ein paar Szenen davon. Jetzt! So, und jetzt sind wir hier unter Chapter-Abteilung. Also im Prinzip ist das ganze Spiel in Moment 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 in 9 Kapitel unterteilt. Und das Coole ist, man kann sich, wenn man durch ist, immer die ganzen Kapitel oder die ganzen Abschnitte nochmal in Ruhe angucken, nochmal spielen, wenn man will. Ich suche mal kurz hier Pistastic. Das ist eine total dämliche Szene von zwei Flammteufeln, die sich einkiffen. Oder die sich einen rauchen halt. Die kiffen sind. Das ist, ihr müsst mal darauf achten, was die quatschen. Achtung. Jetzt hier. Ich halt mal mein Maul. Ne, Moment, 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 Moment. Ich mach schnell was. Achtung. Ich mach mal kurz so. Okay. Hey, don't look now! This is so good. Look at him! Furry guy! Looks kind of flammable! Flammable! Oh, I like flammable! What do we do? Hive! Yes, hive! Quick, put the tops up! Yeah, oh, what am I gonna do with it? Just shove it up your ass! Uh-oh. Ooh. Ah, there we go. So, und jetzt geht's darum. Moment, Moment, Moment. Ich habe so ein irgendwelche Grafikfehler da oben. Egal. Jetzt geht's darum, die kann man nicht so zerstören oder vernichten. Man muss sich jetzt total beäumeln. Besaufen im Prinzip. Und dann muss man die auspissen. Hier. Achtung. Er lässt sich jetzt voll laufen aus einem riesigen Bierfass. Pegel ist voll. Jetzt schwankt man so hin und her und kann die auspissen. Ja, ist gut, gut, packen ein. I am drunk. So, den pissen wir mal aus jetzt hier. Wir versuchen das mal. Man kann auch ganz weit pissen. Das ist immer, das war Schwachsinn im Prinzip. Oh. Okay, genau, und die Energie ist Schokolade. Weil Conker frisst irgendwie nur Schokolade. Geht's dem gut? Ah, egal, ich kann das jetzt nicht mehr. Das ist Ewigkeiten her, als ich das gespielt habe. Ich zeig mal noch eine andere Szene. Oder hier zum Beispiel. Hier kommt ein riesiger Scheißhaufen aus der Erde hervor. Und das ist ein Sänger eigentlich. Der Scheißhaufen kann übelst geil singen. Und um den zu besiegen, muss man, immer wenn er sein Maul aufmacht, muss man den mit Klopapierrollen beschmeißen. Alter, das war damals so sinnlos. Da dachte man sich, hä, Alter, was ist los? Ha? Was geht denn bei euch, Rareware? Deine Macke. The Great Mighty Pooh. Dann gibt es hier noch so ein Level, da rennen solche Uga-Buga-Männer rum. Wie man die gerade vernichten kann, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich weiß nur,
Man kann sie betäuben. Mit einer Bratpfanne. Und schnell weiterrennen. Man kann ja so ein Dinosaurier-Ei finden oder so. Was ist denn das jetzt hier? Hallo. Und das schlüpft irgendwann. Ich weiß aber gerade nicht mehr wann. Und dann rennt mit dir so ein Dinosaurier rum und der frisst die ganzen Ugapugas auf. Da verschlingt die, das sieht übelst komisch aus. Mal gucken, ob ich die Szene noch finde im Moment. Und dann gibt es hier noch, das ist noch relativ am Anfang vom Spiel, eigentlich komplett der Anfang. Da muss man über die Brücke kommen, aber so ein fetter Gargoyle will uns nicht durchlassen. Das ist aber eigentlich total sinnlos. Das Einzige, was er macht, ist das hier. Und vor lauter Lachen fällt er von der Brücke und ihr könnt durch. Hau rein, Junge. Tschüss. Und das Level hier ist eigentlich mit am coolsten. Oh nein, das ist ja der Stier. Hier wollte ich eigentlich überhaupt gar nicht hin. Verdammt. Wie war denn das mit dem Stier hier? Hier war auch so eine dumme Geschichte. Hier wird, glaube ich, ein Pferd freigelassen. Und sobald das, das Pferd hier drauf steht, kommt das Stier an und rammt das Pferd so krass weg, dass es total zerleddert. Oh mein Gott. Und dann bricht irgendwie das Gitter auf im weiteren Spielverlauf dann. Und dann also dann kann man da rein und kann ist halt weiter im... Ach, ihr wisst, was ich meine, Mann. Scheiße hier. So, und das da hinten ist der Grim Reaper. Und ich weiß nicht, was der macht. Ob der angeln will mit seiner Sense oder ob der die Fische verjagen will. Wir quatschen den mal an. Gucken, was er labert. Oh ja, der sagt immer bloody. I don't bloody believe it. Ah, okay, da versucht die Haie zu verjagen. Und das Coole an dem Spiel ist auch, man macht nie irgendwas doppelt. Man hat immer das ganze Spiel über verschiedene Aufgaben. Das ist voll geil. So, wir gehen mal ins Kriegslevel. Vorsicht, Achtung. Was liest denn der jetzt? Verbotene Eichhörnchen-Zeitschriften. So, und das Level hier ist auch noch mit. Voll geil, das ist jetzt das Kriegslevel. Und da muss man gegen Teddybären antreten. Und eigentlich sollte jetzt hier eine Szene kommen, wo man wie im D-Day an Land kommt. Und sich dann dort alle beballern wie die dumm. Aber irgendwie ist es jetzt gerade die Szene geworden. Warum nicht? So, und nun? Der Commander. Mist, Mann, ich wollte mal die D-Day-Szene zeigen, aber irgendwie finde ich die gerade nicht. Ach, egal. Was soll's? Attention! Und Dracula darf natürlich nicht fehlen. Für den muss man auch so eine voll coole Aufgabe machen. Da muss man, wird man von dem verwandelt oder gebissen oder irgendwas. Und dann muss man als Fledermaus durch das ganze Schloss fliegen und durch den Garten und muss die unschuldigen Zivilisten beißen, die schnappen und in irgendeine Maschine reinschmeißen, dass die das Blut aus denen rausdrückt. Und dann hat der Dracula was zu saufen. Ja, das ist eine Mission, musst du machen, helfen, durchzukommen. So, und das war dann im Prinzip der Endboss hier. Das Alien. Und das muss man, ja, okay. Die Freundin von dem wird irgendwie rausgezogen aus dem Raumschiff oder was das ist. Weiß nicht mehr. Und man muss dann halt im Prinzip nur das, Achtung. Das Alien so schnappen. Irgendwie von hinten am Schwanz, das wir packen. Und dann da in das, in den Vakuum das Ding reinschleudern und dann. Weißt du? So, und dann jetzt natürlich noch ein Multiplayer-Modus, wo man Eichhörnchen gegen Teddybären spielt. Moment, was war das? Das heißt, achso, jetzt kann man sich, glaube ich, die ganzen. Ne, das sind verschiedene Spielmodi, glaube ich. Das ist hier. Naja, Wettrennen. Das mit Panzer und irgendwas, das ist hier. Das ist normales Deathmatch, glaube ich. Moment, wir testen mal. Wir gucken einfach mal rein. Total War Temple. Ja, keine Ahnung, weiß nicht.
Wir testen einfach mal rum. Ja, genau, da rennt man dann jetzt eben hier so rum. Sucht sich wie in einem Shooter eben, wie in einem Ego-Shooter irgendwelche Waffen. Wie zum Beispiel die Katana hier. Rennt dann rum und macht die alle putt. Oh. Ei. Sorry. Aber das bringt es ja jetzt eigentlich überhaupt nicht zu spielen. Da wir eh alleine spielen. Schwachsinn. So, und hier kann es sein, dass wir jetzt gegen Bots spielen. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Ich glaube aber eher nicht. Und hier hinten ist dann eben... Doch, wir spielen mit Bots da oben. Man sieht es schon auf der Karte. Ne, hier unten ist einer, ne? Oder? Oder bin ich doof? Ha? Ne, irgendwie doch nicht. Naja, ist im Prinzip derselbe Modus. Hat sich nichts verändert. Jetzt gucken wir nochmal zu Race rein. Und dann zu Tank. Oh, sind das Flammenwerfer, ne? Hab ich nichts bekommen? Ja. Ah. Und das ist eine Magnum. Oh, das Zielen mit dem Controller, das war so. Oh. Oh Gott. Naja, Schwierigkeitsgrad. Muhaha. So, jetzt zacken wir den Ding hier rum. Ey, das habe ich glaube ich nie gespielt. Merke ich gerade. Bin mir nicht. Ah, Bots, guck mal an. Wir spielen gegen Bots. Das ist ja cool. Komm. Dich will ich zerstören. Ich mach dich kaputt. Ey, komm, ja. Ich hab dich voll erwischt, Mann. Komm jetzt, du Nase. Cool, macht eigentlich voll Spaß, ey. Lustig. Ey, cool, guck mal. Man kann sich ja sogar noch die ganzen Charaktere aussuchen. Unser Atzen-Teddy, deine Commander. Ein Grim Reaper. Ein Grim Reaper mit Anzug. Zombie Teddy. Oma Teddy. Das ist Matrix Conquer. Gibt auch so eine geile Mission. Die wollte ich eigentlich noch zeigen. Die mache ich gleich nochmal. Und den normalen. Wir nehmen mal den hier aus Spaß. Und heizen mal übelst rum, Junge. Oh, das ist so. Ach, schon man muss mit den Uga-Buga-Viechern irgendwie. So wie in Road Rash. Kann man sich dann noch so kloppen? Kann ich noch schneller werden irgendwie? Nein, ne? Oder doch? Nee. Nee? Und hier oben war eine coole Waffe, das weiß ich noch. Nein. Oh. Wow. Mensch. Oh. Na. Und die Dino. Oh, hab ich mich erschrocken, Alter. Das Knall. Muss ganz schnell. Oh. Renn doch. Oh. Hier, das kannst du ja drücken und dann. Da musst du die Fratzen um abballern. Aber mit der Steuerung hier ist es richtig schlecht, Junge. Ne, uns reicht das auch. Wenn man ab und zu lange hier steht, hinter so einer Säule, dann ist irgendwann die Säule so total zerrissen, dass man sich dann nicht mehr verstecken kann. Und dann ist Schluss. So, Leute, das war's. Das habt ihr im Großen und Ganzen das ganze Spiel gesehen. Thank you for watching, Alter, und bis zum nächsten Mal. Bring die Stuhl.